Und das beschäftigt uns jetzt in Brisant. Was bedeutet das heute beschlossene Hilfspaket denn nun für jeden Einzelnen? Darüber reden wir. Und Corona im britischen Königshaus. Zwei von vielen Themen jetzt bei uns. Guten Abend, herzlich willkommen heute zu Brisant. Ja, auch wir müssen hier im Studio Abstand halten in diesen Tagen. Sicherheit geht vor, das ist ganz klar. Wir können Ihnen das mal zeigen. Einmal der Blick in unser Studio. Sie sehen, ja, ich stehe hier sehr einsam. Genauso ist das heute im sonst so lebendigen Bundestag abgelaufen. Um das Rettungspaket und all das, was kommt, wird es gehen hier heute bei uns in der Sendung. Dann gucken wir auch auf folgendes Thema. Ein weiterer prominenter Corona-Fall, nämlich er, Prinz Charles, ist erkrankt. Was macht das mit einem Land, wenn so eine Nachricht jetzt umgeht? Aber erst einmal geht es jetzt bei uns um die neuen Zahlen. Infizierte in Deutschland und die Veränderungen im Alltag, von Kontrollen, die überprüfen, ob sich denn jetzt alle an die Regeln halten, bis hin zum Einkaufen. Auch da verändert sich einiges. Ja, nochmal zu diesen Entscheidungen heute. Wir tagen unter außergewöhnlichen Umständen, so hat es Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble heute gesagt. Und wie jeder Einzelne es schaffen kann, diese außergewöhnliche Situation zu überstehen, darum wurde heute nun so lange gerungen. Und wir wollen Ihnen zeigen, was in diesem Rettungspaket drin ist, worauf man jetzt hoffen kann. Und weil jetzt sicher viele zu Ihrem Einzelbereich Fragen haben, welche Finanztöpfe jetzt genau zur Verfügung stehen, die Kollegen von der Online-Redaktion bei uns haben das für Sie noch mal aufbereitet. Also das ist brisant.de. Noch gibt es leere Krankenhausintensivbetten in Deutschland. Aber dass sich dieses Bild ändern könnte und vielleicht sogar sehr schnell, das befürchten die Experten. Kliniken bereiten sich auf diese Situation deshalb so gut es geht vor, auch hier im Land. Brisant hat in einem solchen Krankenhaus in der Nähe von Leipzig gedreht. Und da war der Ernstfall dann plötzlich da. Viele haben aber jetzt neben der Sorge um die Gesundheit eben auch finanzielle Ängste und Sorgen. Heute gab es dazu ja die große Entscheidung im Bundestag, haben wir vorhin schon berichtet in der Sendung. Und wie wichtig die ist, erzählen uns jetzt Menschen, die es ganz konkret betrifft. Neben diesen vielen Sorgen, die es jetzt gibt in dieser Zeit, gibt es aber auch immer wieder kleine Dinge, die Mut machen. Und wir im Nachrichtengeschäft finden, die muss man unbedingt auch immer wieder erzählen. Deshalb machen wir das heute auch wieder. Es gibt die eine Seite, aber es gibt eben auch die große Hilfe im Kleinen. Viele schöne Ideen gerade. Wir gucken jetzt in die Welt. Wie sieht die Situation in anderen Ländern aus? Italien, USA, Indien? Und da müssen wir uns auch heute beschäftigen mit Zahlen, die besorgniserregend sind. Besonders die aus Spanien. Das Land meldet inzwischen mehr Tote durch Covid-19 als China. Das ist sicherlich eine Hoffnung, aber ist es möglich? Fragen wir nach bei Christiane Meyer. Wir haben es gehört, New York gilt als Hochrisikogebiet. Warum ist es an der Ostküste denn riskanter? Und vor allem, wie reagiert man auf diese Entwicklung? Wir haben Donald Trump ja gerade gehört, zitiert. Wenig Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten. Dankeschön, Christiane Meyer aus New York. Gerne. Wir wollen jetzt noch auf etwas gucken, das bei vielen zu Hause gerade ein Riesenthema ist. Nämlich, wie kommt man zurecht, so eng miteinander, so viele Stunden ja jetzt am Tag. Gibt es da so eine Art Hüttenkoller? Wie kommt man klar mit den Kindern, dem Partner, all das auf engstem Raum? Auch das ist, sind wir mal ehrlich, aktuell ja wirklich eine große Belastungsprobe. Und das Thema macht vor keinem Halt. Michelle Obama zum Beispiel hat sich jetzt auch dazu geäußert. Aber wenn es geht, ist das eine gute News. Und wir wollen jetzt bei Ihnen Danke sagen. Wir sind nämlich total begeistert, was Sie uns alles geschickt haben auf die Frage, welche Orte und Ziele Sie gerade besonders vermissen. Wo würden Sie jetzt gern sein? Oder einfach, wohin träumt man sich zurück? Und da kam so viel Schönes noch zu uns, dass wir uns gedacht haben, wir wollen uns noch mal gemeinsam wegträumen. Und das muss ja nicht mal weit sein. Dorthin, wo es jetzt eben gerade nicht geht. Danke für Ihre vielen Zuschriften. Wir gucken auf die Prominenz. Auch im britischen Königshaus ist das Virus angekommen. Und es geht auch um prominente Unterstützung jetzt. Ja, wir müssen natürlich schauen auf diese große Nachricht heute. Prinz Charles, der britische Thronfolger, ist ebenfalls an Corona erkrankt. Ein Mann, der eine Symbolfigur ist für sein Land und der auch eine berühmte, ja schon über 90-jährige Mutter hat. Also diese Nachricht hat viele heute besorgt.
Aber Annette Dittert, die ist noch da vor dem Zuhause der Queen, vor dem Buckingham Palace. Um diese Nachricht heute einordnen zu können, muss man wahrscheinlich einfach noch mal erklären, dass Prinz Charles eine ganz wichtige Person darstellt in seinem Land. Deshalb waren die Sorgen heute so besonders groß. Welche Maßnahmen ergreift man denn jetzt, um die Queen zu schützen? Gibt es da inzwischen Konkretes? Wir haben ja gerade gehört, eine Frau, die natürlich viele Hände schüttelt in ihrem Leben. Sicherlich ist die Beantwortung der nächsten Frage schwer. Weiß man, wie Prinz Charles sich angesteckt hat? Dann hoffen wir da auf gute Nachrichten aus London. Erst einmal Dankeschön, Annette Dittert. Und hier im Studio habe ich Besuch bekommen. Ich freue mich sehr. Die Susanne hat sich quasi ins Bild dazu geschlichen. Susanne, schön, dass du da bist. Du bringst uns ja immer viele Prominente mit, auch die natürlich irgendwo alle gerade im Zeichen von Corona. Über einen wollen wir zuerst sprechen und das ist Arnold Schwarzenegger. Mhm. Der hat vergangene Woche für ziemlich viel Wirbel gesorgt mit einem Foto, das nicht gut ankam. Vielleicht müssen wir es kurz mal erklären, was war da los? Er wollte auch anders über Situationen und auch über unsere Meinung. Und er hat was Tolles gemacht, nämlich Also so eine Art Sinneswandel. Ja. Vielleicht will er sich auch reinwaschen. Wir wollen es nicht zu tief interpretieren. Aber er hatte jetzt eine gute Idee. Eine Charity-Aktion hat er gegründet und hat mit gutem Beispiel schon mal $1 Million da selbst eingezahlt. Das Geld geht an zumindest auch auf unserem Foto. Ja, jetzt sind viele Stars gerade zu Hause und einige kommen da auf sehr kreative Ideen. Da haben wir ein paar schöne Ideen vielleicht zum Mitmachen zu Hause. Ja, da kommen viele auf gute Ideen. Und bei mir jetzt Susanne. Wir wollen reden über einen weiteren Superstar, nämlich Sharon Stone. Die zeigt sich auch gerade sehr privat, wie du und ich, wann wir zu Hause sind, und verrät, dass sie ein schönes Hobby hat, mit dem sie sich die Zeit vertreibt. Ein ganz neues Hobby, was ihr echt gut gelingt. Sie malt nämlich und zeigt sich da wirklich in ihrer häuslichen Umgebung und auch völlig ungestylt. Das ist vor allen Dingen so toll, dass sie auch klar macht, wir sitzen alle zusammen in einem Boot. Also, wenn Superstars so schön malen, Wahnsinn. Wir gucken noch auf ein ganz schönes Bild, das kommt von den Schweinsteigers und ist auch ganz privat von zu Hause. Und hat auch was mit Malen zu tun, nämlich da malt der kleine Sohn, der Luca, das ist der 2-jährige Sohn von Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger. So könnte ich es eher, glaube ich. Ich glaube, alle Eltern wissen, wie sich Eltern darüber freuen. Unbedingt. Und wie schön, dass wir mit so versöhnlichen Bildern aus dieser Sendung gehen. Ich glaube, das tut auch sehr gut in dieser Zeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend. Danke, Susanne. Tschüss. Alles Liebe.